In der heutigen Folge Ark Private Chaos Wanted erwartet euch ein unendlicher Bosskampf und wir schicken all unsere Dinos gegen die Elementarbosse rein. Ich wünsche euch also ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Und damit, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark Private Chaos Wanted. Hier geht es heute wieder los. Ich wollte gar nicht meine Spitzhacke rausholen, ich wollte eigentlich winken. Leute, wenn euch das Ganze hier gefallen sollte, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr positiv bewertet. Das wäre super, super lieb von euch. Hilft mir sehr weiter. Wenn ihr abonnieren wollt, das wäre noch viel lieber von euch. Bitte, HDO, das verzieh dich einfach. Ich mag dich nicht. Ich habe auch einfach nicht getroffen. Schade, wäre auch zu schön gewesen. So, es hat sich hier wieder einiges getan. Ich werde euch das ganz kurz zeigen. Meine Base ist auch einfach weg und hier ist jetzt eine andere Base. Oh mein Gott, was hat sich hier alles getan? Leute, wenn ihr wirklich alles wissen wollt, was sich getan hat, seit der letzten Folge, guckt gerne mal bei mir auf dem Uncut-Kanal vorbei. Da ist der ganze Stream online und das habe ich schon alles hochgeladen, damit ihr das nachgucken könnt, wenn ihr das Ganze wollt. Hier ist auf jeden Fall eine dicke Zucht abgegangen. Ich habe jetzt hier die Tylas am Start. Die haben auch alle einen guten Sattel drauf. Und ich habe hier Rex am Start. Die sind alle sehr merkwürdige Level. Das lag daran, dass der eine Rex gestern ja super, super Low-Level war, den wir geholt haben. Und deshalb sind die alle unterschiedlich. Der ist zum Beispiel nur Level 300 und der da ist Level 900. Keine Ahnung. Alles unterschiedliche Level. Aber Vorbereitung ist da. Alle gute Sattel drauf. Ich habe super, super heftig reingegrindet. Das hier ist die neue Base. Da kann ich euch auch mal ganz kurz zeigen, was da alles abgeht. Hier habe ich so die ganze Zeit die Zucht-Dinos stehen. Hier die beiden Rexe jetzt. Ich habe da jetzt den mit seinem Kind paaren lassen. Die sind am Paaren die ganze Zeit. Da habe ich hier die Tylas die ganze Zeit am Paaren. Vielleicht fliegt da auch schon bald wieder ein Baby raus. Wer weiß das schon? Nee, tatsächlich gerade nicht. Das dauert noch ein bisschen, 16 Minuten. Und dann geht es hier in meine neue Bude rein. Guckt euch das Ganze an. Ich hoffe wieder, ihr hört den Ventilator nicht, weil ich habe den an, weil es ist so warm. Oh mein Gott, ist das warm. Ich quäle mich die ganze Zeit. Und hier, die Sabertrufe sollten auch gleich wieder soweit sein. Da kommt auch wieder ein Baby. Die habe ich, glaube ich, im Stream gezähmt, die beiden. Da bin ich mir nicht sicher. Das waren beide 600er auf jeden Fall. Super, super sick. Kommt gleich ein Baby. Seid ihr dann auch mit am Start? Dann geht es da noch nach oben. Ich habe das Ganze so mit diesen Bob-Toy-Tail-Skins gemacht. Ich dachte, das wäre mal ganz cool, die zu benutzen, weil irgendwie benutze ich die nie. Und dann kommen wir hier nach oben. Hier habe ich nur einen Grinder und da kommt mein Ofen oben raus. Und da habe ich einen Cooker, damit ich auch mal ein bisschen mehr Tränke machen kann. Ich habe nämlich auch mythische Tränke gemacht. Dann können wir hier einmal rübergehen. Hier habe ich jetzt ein Gewächshaus, aber hier ist auch nicht super, super viel, was hier abgeht. Ich habe nicht noch nichts angepflanzt, aber das soll sich heute ändern. Nämlich werden wir heute hoffentlich endlich unsere ersten Fruits bekommt. Ich habe jeden Boss einmal spawnbar dabei. Ich habe diese Armee da vorne am Start. Die kann ich entbehren. Das ist alles, was sterben darf hier vorne. Und ich hoffe mal, dass die nicht drauf gehen. Ich hoffe, dass sie dominieren werden. Und die ganzen hier lasse ich zu Hause und lasse ich weiter paaren, damit wir hoffentlich bald eine neue Armee haben. Jemand hat in die Kommentare geschrieben, dass man das mit den Rex easy schaffen können sollte. Von daher, ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was wir heute schaffen werden. Wir ziehen jetzt gleich los hier. Die sind schon im Angriffsmodus. Die haben schon Bock, die Jungs. Und ich würde sagen, wir gehen gleich los. Hydro-Boss als erstes, den haben wir schon geschafft. Da werden wir nicht mehr großartig überrascht. Wir wissen schon, was da abgeht. Und dann danach die anderen beiden Bosse. Hoffentlich, wenn wir noch was haben, womit wir dagegen kämpfen können. Was ich doch sagen wollte, ich habe diesen Egg-Collector aufgehoben. Und das war, glaube ich, keine gute Idee. Weil jetzt sind diese ganzen Dinos da nicht mehr drin, die ganze Zeit die Eier produzieren. Ich habe hier reingeguckt und hier ist irgendwie gar nichts mehr drin. Also die sind komplett rausgelöscht. Ich hätte das wahrscheinlich nicht aufheben sollen. Aber ich habe hier so viele Eier drin, dass ich, glaube ich, bis Ende der Season hinkomme. Hoffentlich, weil sonst muss ich doch mal welche nachzähmen. Womit ziehe ich denn selber los? Ich weiß es gar nicht so genau. Vielleicht mit dem Rex von gestern sogar? War schon super. Super, super nice, aber ich glaube, ich nehme einfach den hier, der ist höchstes Level. Gehen wir mit dem hier auf die Reise, nehme den Rest gleich mit, alle auf Follow. Und dann werde ich den Boss wahrscheinlich irgendwo da vorne einfach spawnen. Ich werde jetzt nicht auf eine andere Insel gehen oder so. Das machen wir hier in der Nähe. Ich bin jetzt schon wieder stuck, das wird nice. Okay, Leute, das hier ist unsere heutige Gang. Guckt euch das an, die sieht schon wild aus. Ich finde, die sieht sehr, sehr stark aus. Und ich hoffe, dass die einfach öfter schocken oder so, wenn das mehr sind. Ich habe keine Ahnung, ich hoffe auch die Tylas reißen, was soll machen, wie Bleed Damage oder so. Das alles werden wir gleich herausfinden. Ich packe hier schon mal dick Potions rein, für den Fall, dass ich abhauen muss. Wie lange haben die Cooldown? Nur 40 Sekunden. Das Ding ist, gestern kam ein Update. Das ist echt wild. Ich habe gestern die Patch Notes tatsächlich mal gelesen. Und da stand drin, dass die Bosse jetzt, wenn man die 10 Sekunden nicht angreift, dass sie dann anfangen, sich zu healen. Und das nicht wenig. Also ich hätte den Boss, so wie er ist, gestern nicht geschafft, weil der sich die ganze Zeit geheilt hätte, wo ich weggerannt bin. Aber das ist jetzt erst ab heute so. Ich bin sehr gespannt. Okay, Hydro-Boss, du bist dran. Das wird wild. Das wird so wild. Oh mein Gott. Ich habe jetzt schon Angst. Wehe, es geht einfach alles drauf. Bitte nicht. Hä? Oh, ich wollte schon sagen, hä? Einfach nicht gespawnt. Angriff, Jungs. Angriff, komm. Komm. Diesmal wird's was. Diesmal wird's was. Welches Level ist er? 560, natürlich. 560. Bis jetzt halt nicht angegriffen. Bis jetzt halt nicht angegriffen und kriegt ordentlich Damage. Aber jetzt greift er an und macht diese komischen Tornados. Ich hoffe, die kann man. Ich habe irgendwie gesehen, da kann man draufbeißen oder sowas. Und dann sterben die. Der erste Rex ist schon tot. Der war nur Level 300. Ich weiß nicht, den Tornado würde ich gerne wegbeißen. Da geht das? Ja, ich glaube, ich habe ihn. Ich habe ihn. Okay, ich konnte einfach nicht reden. Habe einfach Tornado gesagt. Ey, was zum Teufel ist das denn? Aber ich bin auf Half-Life schon. Oh mein Gott, ich hau mir eine Potion rein.
bevor es zu spät ist. Aber es sieht super, super gut aus. Aber alle Rexen sind noch low. Oh mein Gott, die werden alle sterben, oder? Obwohl, vielleicht schaffen sie es gerade so. Oh nein, da ist wieder einer gestorben. Okay, der war auch recht low level. Okay, nächster ist gestorben. Der war nicht so low level. Da sind Tyras gestorben. Ziemlich viele Tyras gestorben. Rexen sterben auch gerade alle. Oh mein Gott, nein. Nein, ich stehe hier alleine. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Meine Potion geht aber noch eine halbe Ewigkeit. Also das ist nicht schlimm. Ey, das kann nicht wahr sein. Ich habe die Fruit bekommen. Ich habe die Fruit bekommen. Ich habe sie bekommen. Das gibt's nicht. Aber dafür ist alles gestorben. Oh nein. Warum denn? Ach du Scheiße, ja. Ja, ich habe die Seed, Leute. Ich habe die erste Seed von 3, um Shadows sehen zu können und um Fairies sehen zu können. Ja, könnte besser laufen. Das ist der Tyler. Ja, wenn ich jetzt einen Oasisaurus hätte, könnte ich die wiederbeleben. Ach du Scheiße, guckt euch das an. Guckt euch das an, ist das schrecklich. Nee. Guckt mal, was da für Sellen draußen sind, Leute. 500 Armor Sellen. Ich habe davon einen Blueprint gemacht und der Blueprint war viel billiger, als das zu upgraden. Und da habe ich den Blueprint einfach die ganze Zeit gecraftet. Aber das ist schon... Der hatte einen schlechten Sattel drauf. Oh nein, der hatte einen schlechten Sattel drauf. Wieder gefailed, ey. Das war auch nur der Level 300er. Also der wäre eh drauf gegangen. Ey, Manometer. Da hat man ja wieder was erlebt. Erster Boss down, Leute. Ich sammle den ganzen Quatsch hier ein. Und ich weiß nicht, wie wir gegen den zweiten kämpfen wollen. Da habe ich mir noch keine Gedanken zu gemacht, wenn die ersten alle sterben. Ich kann mal versuchen, so dagegen zu kämpfen, wenn das ein Low-Level ist. Vielleicht. Wir spawnen ihn gleich mal ein. Ich bin ehrlich zu euch. Vielleicht habe ich nicht ganz mit so vielen Verlusten gerechnet. Sein. Aber ich würde sagen, wir gucken uns zumindest mal den Volcanic Guardian an. Aim in the air. Okay, warte. Warum habe ich das letzte Mal nicht gemacht? Egal. Wir sind sehr gespannt, was jetzt passiert. Tatsächlich habe ich noch nie gegen den gekämpft. Ich habe keinen Plan, was mich erwartet. Wahrscheinlich irgendwelche Lava-Wirbel oder sowas, die mich einfach zum Brennen bringen. Der hat wie viel Leben? Okay, ich dachte gerade 9 Mille. Ich dachte, ich hätte 9 Mille gesehen. Ich mache gar keinen Damage. Ich mache 0 Damage. Warum mache ich keinen Damage? Brauche ich dafür Hydro-Sachen? Das ist wild. Okay. Okay, hier passieren Dinge. Ja, ich mache 0 Damage. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Also ich muss sagen, die Angriffe, die bringen auf jeden Fall meinen PC zum Brennen gerade. Aber nicht wir, also so richtig krass Damage machen die nicht. Die machen echt nicht viel Damage und die bringen mich auch nicht selber zum Brennen oder so. Das wäre vollkommen okay, dauert aber ewig lange. Vielleicht hört auch gerade, wie beim PC lauter wird. Ey, das macht halt 0 Damage. Das ist halt super chillig eigentlich. Wenn ich jetzt ein Hydro-Vieh hätte mit einem guten Sattel, wäre das wahrscheinlich ein easy Gegner. Das ist schade. Ja, entweder ich hau da jetzt ewig drauf. Ich glaube, ich hau da einfach ewig drauf, oder? Aber ich denke mal, das wird's, Leute. Ich hau hier einfach die ganze Zeit drauf. Wenn ich low werde, hau ich mir meine Potion rein. Aber das ist ja kein Ding. Guckt euch das an. Dauert halt einfach super lange. Das ist der womöglich unspannendste Kampf, den ich jemals gemacht habe. Und ich bereue gerade sehr, dass ich den Hydro-Boss als erstes gemacht habe, obwohl ich wusste, wie sehr ich von dem auf den Sack bekomme. Weil, wenn ich den hier zuerst gemacht hätte und da alle meine Dinos mitgenommen hätte, wäre das hier ganz schön schnell gegangen und die wären alle nicht draufgegangen und ich hätte die hinterher mit zum Hydro-Boss nehmen können. Aber, soweit habe ich nicht gedacht. Schade eigentlich. Und jetzt sitze ich allein mit meinem Rex und brauche 20 Bissen, um dem einmal 100.000 Leben abzuziehen. Ja, ist halt so. Ich bin ehrlich zu euch. Das war der schlimmste Bosskampf, den ich jemals gemacht habe. Das hat so ewig lange gedauert. Natürlich hätte man mehr Dinos haben können, wahrscheinlich, wenn man nicht vorher alle getötet hätte. Aber ich habe auch nicht gewusst, was mich erwartet. Und das hier war schrecklich. Aber ich habe ihn jetzt gleich. Und dann ist es auch egal. Oh, habe ich... Ich habe nur ein Seil bekommen. Da habe ich habe keine Frucht bekommen, weil die installiere ich, diese Mod. Da ist eine Tasche. Ist die von dem? Die ist von dem. Okay. Alles gut, Leute. Alles gut. Mein PC wird auch wieder leiser. Nice. Ah, das war schrecklich. Das war wirklich schrecklich. Kann ich nicht anders sagen. Aber das Ding ist, wir brauchen halt noch eine Frucht, um weiter fortfahren zu können. Ich glaube, die Dinger sollte ich mal echt anpflanzen schnell, ne? Nicht, dass die mir noch irgendwie... Ah, okay, 6 Stunden habe ich noch. Ich glaube, ich hole von zu Hause so ein bisschen was ich noch rumstehen habe, was ich nicht benötige. Weil wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich den Boss jetzt schaffen sollte, dann schalten wir Fairy und Shadow Kibble frei. Und damit haben wir dann eh stärkere Dinos, die wir dann eh noch benutzen. Und den anderen Kram benutzen wir ja sowieso nicht mehr, bin ich mir ziemlich sicher. Weil wenn ich auf einer Fairy Wyvern rumfliegen kann und was weiß ich nicht, werde ich den Griffin auf jeden Fall nicht benutzen. Und ich denke mal, ich nehme hier einfach ein paar Sachen mit, um mehr Damage zu machen, weil das hat so, so, so lange gedauert. Ey, Lebenszeit verschwendet gerade an dem Boss. Ja, ich würde sagen, die Griffins nehmen wir einfach mal mit. Der Rex wahrscheinlich auch. Der Rex wird sich nicht schlecht schlagen, glaube ich. Das war auch echt ein guter, ne? Ich habe ja die ganzen Sattel dabei, der kann ja... Oh, das ist ein Electric Rex, Alter. Verdammte Scheiße. Okay, den kann ich dann doch nicht drauf machen. Tylas, ja, euch brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr so wie. Ihr könnt eigentlich auch mit in den Krieg ziehen. Bist du schwanger? Irgendwie habe ich gerade einen dicken Bauch gesehen. Dachte ich, ja, oh, verdammt, du bist echt schwanger. Nehmt die Rex hier mit. Für die habe ich ja sogar bessere Sättel. Da sind sogar bessere Sättel drauf. Wow, die habe ich dann wahrscheinlich einfach vergessen.
vergessen. Ja, so machen wir das. Wir kämpfen gleich gegen den letzten, hoffen, dass wir den irgendwie umklatschen. Und wenn wir das schaffen sollten, dann haben wir danach endlich neuen Kibbel. Leute, ich habe mich entschieden, okay? Das Tyler-Baby ist noch rausgeplumpst, aber jetzt geht's für dich auch schon in den Krieg. Es geht direkt weiter. Ich habe die beiden Volcanic Spinos dabei, ich habe den Rex dabei. Ich habe mich dafür entschieden, die beiden Rexe doch weiter dazulassen, weil die ganze Zeit weiter paaren sollen, weil für den Fall, dass das jetzt absolut in die Hose geht und das so wie beim Hydro ist und der mich absolut auseinander nimmt und ich alles verlieren werde, muss ich zumindest irgendwie wieder eine Rex-Armee kommen und das hier ist der einzige Weg. Also würde ich sagen, machen wir es so, Volcanic Rex, du kommst auf jeden Fall auch mit. Ja, das ist unser Team. Das hier ist unser Team. Wir gucken mal, wie das Ganze läuft. Ich werde jetzt mal hier die drei Griffins auf Follow nehmen. Die kommen mit rein. Dann kommt der Rex da mit rein. Dann kommt der Tyler und der Tyler mit rein. Dann kommen die beiden Spinos mit rein. Und dann haben wir da vorne noch zwei Saber stehen. Die kommen auch noch mit. Also das war's. Eigentlich sollten da zwei Saber stehen. Warum steht da noch einer? Wo ist der denn schon wieder hin? Einer ist schon wieder weggerannt anscheinend. Aber ja, das ist die Gang, Leute. Ich hoffe, damit können wir irgendwas reißen. Ich weiß nicht genau wie, aber ich habe einen Saber verloren. Also da standen noch welche, aber die waren halt alle ungelevelt und teilweise noch low und so. Und deshalb, ja, ich weiß nicht, wo der eine Saber hin ist. Aber ich glaube, der macht jetzt auch nicht den großen Unterschied. Der ist gelevelt und hat 200.000 Leben. Also der wird wahrscheinlich platzen, denke ich mal. Aber wir haben es zumindest dann mit der ganzen Armee versucht. Hier, 5000 Damage. Ist halt auch nicht so viel. Saber sind schon echt nicht so der Bringer. Ist der imprinted? Okay, der ist nicht imprinted. Da setzen wir uns jetzt mal wieder auf den Rex, würde ich sagen, weil der hat sich echt gut geschlagen. Sonst haben wir alles am Stissel. Alles ist dabei. Unsere Griffins sind dabei. Ja, sieht sehr, sehr gut aus. Wir gucken in den Himmel. Wir machen hier den Electric Guardian Summon und gucken, was passiert. Ich hoffe, ich werde nicht komplett verprügelt. Heal Potions habe ich noch drin. Das wird spannend. Das wird sehr, sehr spannend. Go. Oh mein Gott, Enforcer. Riesen-Enforcer. Holy shit, riesiger Riesen-Enforcer. Welches Level? 60! 60! Oh mein Gott! Oh mein Gott, erzähl mir keinen. Wir haben Glück. Ich habe einmal Glück im Leben. Erzähl mir keinen. Das gibt's nicht. Habe ich was bekommen? Sag bitte, ich habe trotzdem was bekommen. Warte. Hier blitzt alles. Irgendjemand von euch hat möglicherweise was ganz Wichtiges eingesammelt. Und ich weiß nicht wer. Und alle rasten aus. Okay, ihr seid immer noch im Angriffsmodus. Ja, ich merk's. Aber Leute. Oh mein Gott. Direkt richtig. Jackpot. Wir haben alle Fruits. Wir können Kimmy machen. Nee, das hat viel zu lange gedauert. Oh mein Gott, das hat viel zu lange gedauert. Ja, jetzt am Ende haben wir es dann doch irgendwann geschafft. Ja, den ganzen Kram muss ich irgendwie wieder mit nach Hause nehmen. Ey, kommt ihr mit, Jungs? Komm, hier. Alle Follow. Ich glaube nicht mal, er selber ist draufgegangen. Ja, selber lebt auch noch. Wild. Ja, warum waren die anderen nicht Level 60? Das wäre doch ein Traum gewesen. Kommt alle mit nach Hause. Ihr habt alle überlebt, ihr alten Krieger. Und wir werden jetzt gleich alles anpflanzen und dann sind wir alle glücklich. Ey, ich kann es nicht glauben. Ich muss da erst noch klarkommen. Ey, das war für mich wirklich ein bewegender Moment. Level 60 Boss einfach und den komplett auseinandergeknechtet. Ohne Probleme. Ich muss sagen, ich hätte gerne so Level 200, 300 gehabt, weil ich gerne gesehen hätte, was er drauf hat. Aber so ist mir auch ganz recht. Ey, so ist mir auf jeden Fall auch ganz recht. Jungs, ihr seid alle wieder heile zu Hause angekommen. Ey, crazy. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich dachte, ich muss auf jeden Fall jemanden zurücklassen. So, hier, da. Ein neuer Samen. Ich habe schon überall Dünger reingeworfen. Da, nächster Samen ist auch drin. Und wachst ihr? Ihr wachst. Habe ich hier schon? Oh, hier habe ich schon die ersten Fruits. Ist das ein Traum? Okay, nice. Leute, Kibbel geht in die Produktion. Aber sowas von hält jetzt einfach. Oh, da kommt ein neuer anscheinend, glaube ich. Interessant. Ich war gerade super gehypt, dass ich jetzt endlich Kibbel machen kann. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich doch kein Kibbel machen kann, weil mir Kartoffeln und sowas fehlen. Ich habe anscheinend die aus der alten Base nicht mitgenommen. Und deshalb ist es jetzt so, dass ich jetzt erstmal warten muss, bis hier meine Kartoffeln und sowas fertig sind. Oh, da sind sie schon fertig. Was zum Teufel, das Gestell als erwartet. Ey, seid ihr auch schon fertig? Gebt mir Sachen. Nee, die sind tatsächlich noch nicht so weit. Aber wir haben noch ein anderes Problemchen. Das ist mir gerade aufgefallen, nämlich habe ich nicht mehr viel Dünger. Dünger habe ich mal eine Zeit lang so einfach produziert mit diesen Kompostbins. Aber ich hätte gerne Dung Beetles. Dann bin ich vorhin in Richtung Cave geflogen und ich dachte, vielleicht ist im Eingang von dem Cave ja einfach so ein Dung Beetle, den ich mitnehmen kann. Dann ist mir aufgefallen, dass da ganz schön viel Scheiße drin ist und ich glaube, ich nehme euch da jetzt gleich mit und wir gucken uns das Ganze mal zusammen an, weil das sah ziemlich wild aus und ich hoffe, dass ich da einen Dung Beetle mitnehmen kann. Ich muss erstmal ein bisschen Kaka sammeln. So, kleine Cave-Tour mit euch zusammen, liebe Leute. Ich hoffe, wir finden einfach ganz schnell einen Dung Beetle und können wieder rausgehen, aber ich bin hier vorhin, glaube ich, hier gewesen. Und dann habe ich das Ding gesehen und das ist eine Beta-Onyx ist hier schon mal drin. Okay, Beta-Spawn hier schon mal drin, das ist schon mal ekelhaft. Das hier ist das ein normaler Skorpion, ich glaube, das ist ein normaler Skorpion. Ja, ein normaler Skorpion. Dank, Beetle. Nicht töten. Over and out. Den nehmen wir mit, ich habe extra Kaka gesammelt. Warte, wo ist sie? Hier, extra einen großen Haufen habe ich mir mitgenommen. Frage ist, kann ich den mal eben so... Oh, die Schlange kommt schon her, das ist eine Beta-Schlange. Beta-Schlange kommt nicht auf doofe Gedanken, okay. Ich muss die mal eben... Kannst du... Das... Darf ich kurz... Ey, das ist eine normale Schlange, okay. Kannst du kurz füttern? Einmal. Ah, wo kommst du her? Okay. Ich hab dich gar nicht gesehen. Weg mit dir. Das war einfach.
Schnell einpacken. Hier kommt alles. Ah! Okay, okay. Oh, Alpha Onyx. Okay. Okay, viele Alpha Onyx. Okay, das ist unfair. Beta-Spinnen. Ey, was zum Teufel gibt's hier nicht? Das ist ja sau nice. Ist das eine Blitzspinne hinter mir? Das ist eine Legendary-Spinne hinter mir. Oh Gott, ist das gut? Der ist ja wohl mein Dankbilder, oder? Ich glaube schon, ja. Dem geht's gut. Der greift sogar mit an. Der ist mit an der Front. Seht ihr das? Ab und zu schlägt der. Ey, was zum Teufel? Oh mein Gott, hat die viel Leben. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin ziemlich fett und kann mich nicht mehr bewegen. Und ich sammle nebenbei noch mehr Sachen ein, weil ich doof bin. Ja, ist schon okay, denke ich, oder? Ja. Könntest du mich in Ruhe lassen? Ich würde hier einfach gerne auch wieder rausgehen, glaube ich. Ich glaube, das war gerade Beta Dankbeetle da irgendwo. Ey, wie cool ist das denn? Ich glaube, so einen will ich in meinem Leben. Kann man den auch mit KK einfach zähmen? Die Spinne war wild. Was hier abgeht. Okay, das ist kein Legendary da vorne, oder doch? Das sieht schon wieder so komisch aus. Nee, das ist eine normale. Oh, Mann. Ich hatte kurz Angst. Oh, jetzt wieder alles unter Kontrolle. Ich würde sagen, scheiß auf Artefakt. Ah, Spinne! Nein! Oh, nein. Oh, Level 600 Spinne. Okay, okay. Oh, nein. Was passiert hier? Hier eskaliert wieder alles. Okay. Die ist schnell. Die sind da. Oh mein Gott, Hydro Piranha ist im Wasser. Oh Gott, lass mich raus, port nicht wieder raus. Wo ist meine Fernbedienung? Ach ja, die ist nicht mehr da, weil da ist Kaka. Ist null. Null nochmal. Hallo. Ich darf die Fernbedienung nicht rausholen. Okay, ich renne einfach um mein Leben. Passt schon. Alles gut. Irgendwie dann doch wieder lebend rausgekommen. Und das mit meinem großartigen neuen Käfer. Auch wenn ich lieber einen Beta-Käfer hätte jetzt. Hä? Oh, ich dachte gerade, mein Käfer ist weg. Er ist noch da. Und damit haben wir unseren neuen Freund zu Hause. Das war ja mal eine wilde Tour. Ich dachte eigentlich, das wäre recht entspannt, weil ich habe jetzt nur so Beta und Alpha gesehen. Aber ja, war doch nicht so entspannt. Ich hoffe, ich kann das Ding hier einfach reinpacken. Und dann hier reinpacken. Und dann macht er so automatisch Dünger. Das ist zumindest mein Plan gewesen. Sehen wir dann, ob das Ganze auch wirklich klappt. Leute, aber ich würde sagen, wir haben heute sehr, sehr viel geschafft. Wir können jetzt hoffentlich in nächster Zeit den Kibbel craften. Also das werden wir jetzt mal kurz abchecken, ob noch irgendwas Wildes fehlt. Kibbel, Fairy, kann ich craften, kann ich jetzt schon craften. Shadow Kibbel und Fairy Kibbel, das machen wir in der nächsten Folge. Ich freue mich schon heftig drauf, Leute. Ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Das wäre super, super lieb von euch. Hilft mir sehr weiter. Dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche einen ganz, 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 ganz schönen Tag und tschüssi. Guckt gerne beim Stream vorbei.